Okay, sorry für die Unterbrechung. Es ist 21 Uhr, ein bisschen lauter, ja. Und wir haben eine neue Sendung. So, ich mache auch Regie, deswegen schreibe ich einfach auch zwischendurch. Und wir haben heute Abend einen Gast, die ersten 10 Minuten. Den ich mich einfach auch freue vorzustellen. Und zwar, das, was wir tun, ist ein Teil einfach der Forschung, Matrix, Familiencode. Und ich möchte einfach auch jeden Abend einen Mensch einladen, ihr könnt auch mithelfen, der in Europa, egal wo, mit Familiensystemen einfach auch arbeitet, forscht. Und es freut mich sehr, einfach auch uns Zuschauer oder Fernfühler oder Mitfühler einfach auch die Vielfalt der Weisheit der Menschen in Bezug auf Familien, Familienstellen, Familiensysteme, Familientherapie und Matrix, Familiencode, was wir jeden Abend einfach auch zusammen forschen. Erstmal danke, Ami, Melanie, Gosia. Vielen Dank, Tüte. Mir ging es nach der Sendung gestern schon viel besser. Ich freue mich auf Melanie Code. Das machen wir in 10 Minuten, 10, 15 Minuten circa. Hallo, Aliasira. Hallo, Verena. Hallo, Einhorn. Hallo, Sabine. Hallöli. Gut, dann. Wie gesagt, es gibt eine Neuerung. Ich rufe jetzt gleich oder beziehungsweise ich werde jetzt angerufen. Die Susanne Lüderitz aus Berlin, die einfach auch mit Aufstellungen sich beschäftigt. Das haben wir heute schnell den Termin gemacht. Es freut mich, wenn das einfach auch so easy funktioniert. Und nichts lieber als das, wenn ich einfach nicht viel arbeiten muss. Deswegen freut mich für das Vertrauen und ich rufe jetzt an. Hallo, darf ich laut stellen? Hier ist Jit von JTV. Hallo. Okay, schön. Erstmal grüße ich Sie oder dich, Ja, sehr gerne. welches, du oder Sie? Das Sie wäre mir am Anfang lieber. Lieber, okay, gut. Also wir machen jeden Abend eine Sendung jetzt über Familienstellen, über Familiensystemen, über alle, was mit Familien einfach auch zusammen einfach forscht. Weil es war meine Neugier, weil die letzten Jahre habe ich einfach nicht viel an Familien gedacht. Und durch unsere letzte Forschung in Frankreich habe ich gedacht, oh, das ist doch, es bleibt doch immer hängen, was im Familiensystem einfach auch ist. Und deswegen habe ich einfach die
Freude und die Ehre, einfach auch jetzt Menschen vorzustellen, die damit einfach auch arbeiten. Weil ich kann einen Teil der Forschung machen und die anderen Menschen machen einfach auch den anderen Teil. Vielleicht, wenn Sie sich einfach vorstellen, was Sie machen und was Ihre Spezialität einfach auch ist im Kontext. Ja, also vielen Dank. Die Freude und die Ehre ist auch ganz meinerseits. Also ich bin Diplompsychologin, Heilpraktikerin und anerkanntes Mitglied im Dachverband für geistiges Heilen. Und in diese Form von Aufstellungsarbeit, die ich anbiete, fließt das ein, was ich auf meinem eigenen Weg gelernt und mitgenommen habe, angefangen von Körpertherapie, Körperarbeit, Traumatherapie, geistiges Heilen, systemische Arbeit, Gesprächsarbeit, so dass man auch so ein Rundumpaket hat, wo man auch sehr viele Probleme auf verschiedenen Ebenen angehen kann. Je nachdem, wo sich der oder diejenige befindet, der um die Aufstellung ersucht. Wenn man das vielleicht mal so kurz so beschreiben kann. Mhm. Vielleicht einfach eine Definition von Familie, wie Sie sich Familie vorstellen. Was ist die ideale Familie? Wie wichtig ist Familie? Weil das wird einfach in viele Systeme einfach beschrieben, auch von den Kirchen, von den Politikern, von die ganze Welt spricht darüber, aber würde mich freuen über eine ganzheitliche Definition. Ne? Jetzt würde ich als Psychologin vielleicht weniger von Familie sprechen, sondern eher von Bindungen, ja, Bezugspersonen und Bindungen. Und von daher würde ich Familie auch darüber definieren, dass es Menschen sind, die besondere Bindungen untereinander haben. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass auch Familien ein Unbewusstes haben. Also Sigmund Freud hat ja damals herausgearbeitet, dass jeder Mensch verschiedene Bewusstseinsebenen hat. Er hat ein Bewusstsein, ein Vorbewusstes und ein Unterbewusstes. Freud hat nochmal aufgemacht, das Ich, Es und Über-Ich, was die meisten kennen. Und es gibt aber auch ein familiäres Unterbewusstes. Ja, das ist dieses systemische Gedächtnis. Das heißt, wenn bestimmte Themen nicht bearbeitet worden sind in den früheren Generationen oder Schmerz, Kummer, Traumata, Verluste nicht verarbeitet worden sind, dann wird sozusagen das Gefühl, was die Eltern, die Großeltern oder all die Familienmitglieder davor nicht gefühlt haben, an die jeweils Jüngsten, weil das oft sind die sensibelsten und empfänglichsten, weitergereicht. Und ich habe das ganz oft in meinen Aufstellungen, dass die beschreiben, sie fühlen dies oder sie fühlen das und wussten gar nicht, wo das herkommt. Und dann in der Aufstellung auf einmal wird ihnen klar, ja, die Oma hat sich so gefühlt und das Gefühl kenne ich, das habe ich schon als Kind gehabt. Ja, so, das heißt, mit den Familienaufstellungen hat man auch die Möglichkeit, wenn sich der Aufsteller darauf einlässt, dass man auch Fremdgefühle, übernommene Gefühle zurückgibt und im besten Fall auch auflöst. Sehen Sie diese Gefühle, was stehen geblieben ist, als negativ oder neutral? Oder positiv sogar? Das ist, lässt sich nicht so einfach beantworten. Das kommt immer darauf an, wie sie wirken. Und meist ist es so, wenn übernommene Gefühle zu stark sind, dann kommt derjenige, den es dann gerade trifft oder der das trägt, weniger zu eigenen Gefühlen, sondern wenn man so sagen will, der funktioniert nach fremden Mustern. Ja. Und Fremdgefühle heißt auch immer, es lässt sich nicht wirklich gut auflösen. Also wer zum Beispiel als Fremdgefühl Trauer hat, ja, der kann trauern und weinen und es nimmt scheinbar kein Ende. Ja, dagegen, wenn man eigene Trauer lebt, das ist wie so ein Abfließen, das ist ein heftiger Schmerz, der sich aber löst und danach ist man frei davon. Von diesen Fremdgefühlen ist es sehr schwierig, frei zu werden, weil das halt nicht die eigenen sind und es daher auch schwierig ist, einen Einfluss zu nehmen. Von daher wirken sie oft als Blockaden. Ja. Und wie kann man sagen, wann findet die Auflösung richtig statt? Wenn man durchgeht oder wenn man das nur kennenlernt oder wenn man das fühlt, wann kann man sagen, da ist man richtig durch? Ne? Also ich würde sagen, das sind zwei Ebenen, fühlen und verstehen.
Ja, also verstehen alleine reicht nicht, es muss gefühlt werden. Und aber zum Fühlen gehört oft auch ein Verständnis oder ein Bewusstsein, wo kommt das her? Mhm. Also, ist das jetzt ein eigenes Gefühl, kommt es aus der Familie? Welches war die Situation dahinter? Und muss nochmal eine innere Entscheidung getroffen werden? Ja, so in dem Sinne, es gibt was, was nicht in Ordnung war und es tut mir leid, ja? Mhm. Oder ich bin bereit, ein bestimmtes Gefühl zuzulassen. Oder ich ändere jetzt meine innere Einstellung. Also das ist oft, das erlebe ich sehr oft, dass das begleitend zu dem Erleben stattfinden sollte, damit sich es auch auflöst. Und zum Auflösen ist auch zu sagen, es gibt verschiedene Schichten. Ja, also das deutsche Wort Geschichte spiegelt das ja wieder. Es ist geschichtet. Geschichte, ja? Schicht ja, für ja, Schicht. Ja. Und deshalb, auch wenn man auflöst, ist immer die Frage, welche Reichweite hat es, wie weit kommt das? Oder andersrum gesagt, es geht ja auch immer nach dem Aufstellenden. Wie viel Auflösung kann er energetisch oder psychisch an einem Tag oder an einem Abend verarbeiten und zulassen? Ja, das ist oft so ein Maß, an dem sich das festmacht, wie viel man auflösen kann. Mhm. Und wenn man das auflöst, also manche sehen das, ich brauche das nicht oder so, ist es im Sinne, dass man etwas heilt oder im Sinne, dass man einfach auch neue Energien gewinnt oder vielleicht eine neue Geschäftsidee oder vielleicht neue, die andere Bindungen einfach auch tiefer eingeht oder Neues entdeckt? Ja, schon in dem Sinne, man wird freier für das eigene oder freier für das, was wirklich wesentlich ist oder ansteht. Also ich verwende gern das Bild, wer viele Altlasten trägt, ja, der läuft sozusagen bildlich gesprochen, wenn man dieses Bild verwenden darf, mit den Händen auf dem Rücken durchs Leben, weil er dort so eine Last trägt, die er irgendwie handeln muss, ja, und er hat nicht die Hände frei für das, was von vorne auf ihn zukommt, ja, und deshalb ist dieses Auflösen schon was, man wird ein Ballast los und man kann angemessen auf das reagieren, was im Hier und Jetzt und wie Sie schon sagten, wirklich auch eigene Ideen oder eigene Schritte entwickeln und das eigene Leben und die eigene Zukunft besser in die eigenen Hände nehmen. Eine Therapeutin sagte, dass da einfach auch aus der Ahnenreihe auch das, was im Minus ist, auch Erbschaften auch dahinter sind. Das heißt, ist auch das positive Gefühl auch da. Das heißt, hinter zum Beispiel eine Traurigkeit, die nicht gelebt wurde, kann eine Freudenkompetenz da sein, die dann einfach richtig dann sich entfalten kann. Dann die Erfahrung, so vielleicht ein Beispiel oder so. Oh, jetzt so ad hoc ein Beispiel. Aber ich, was ich oft erlebe, wenn sich eine Blockade löst, also wenn eine Trauer gelebt wird, dass dann Gefühle danach zugelassen werden, die viel mehr mit Herz und Bindung zu tun haben. Mhm. Ja. Dieses Loslassen ist nicht ganz so einfach, weil manche Gefühle, also gerade Wut, ja, manchmal auch Trauer, soll eine Ohnmacht verdecken. Mhm. Ja, dann ist das Fühlen von Wut leichter, als sich den Gefühlen von Ohnmacht sich darauf einzulassen oder dem hinzugeben. Ja. Und es generell ist so, aber wenn man eine Blockade löst oder Altlasten löst, die Menschen fühlen sich freier, ja, und die werden lebendiger, die Augen strahlen, die Haut wird besser durchblutet, die kriegen eine andere Haltung, die Stimme wird wohlklingender, das Gesicht, die Züge entspannen sich, ja, also man merkt, da kommt wirklich mehr der Mensch in ihnen zum Vorschein und natürlich alles, was lebendig ist, per se kann die eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen auch viel besser erschließen, ja, da ist mehr Leben in den Menschen dann drin. Ich korrigiere ein bisschen die Webseiten. Habe ich hier ohne Brille. Achtsamkeit, Aufstellungen. Ist es einfach der Aufstellungsprozess? Ne? Mhm. Ist nicht, dass man irgend in einem Land geht, wo man keine Kontrolle hat? Ist nicht etwas, wo man einfach auch Begleitung braucht oder wo es einfach für viele einfach schwierig ist, weil wenn man etwas auflöst, man verliert die Kontrolle in einige Sekunden. Ja, man muss in gewisser Weise, es ist ein Prozess geschehen und man sagt immer, man soll sich auf so einen Prozess einlassen. Ja, das heißt, man gibt schon die Verstandeskontrolle so weit ab,
dass man sich dem Verlauf der Gefühle überlässt. Genau, ja. Das stimmt schon. Gleichzeitig ist es oft so, dass jeder Mensch so ein inneres, wenn man das mal so nennen darf, Managementsystem hat. Das heißt, es gibt eine innere Instanz, die in der Regel aufpasst, was kann ein Mensch verkraften und was kann er nicht verkraften. Ja? Und die ist auch bei solchen Prozessen, wenn jemand die Kontrolle auf- oder abgibt, in der Regel mit anwesend. Und wenn man aufmerksam ist, merkt man, wo der Mensch an die Grenze kommt, wo das System signalisiert, es wird gerade zu viel. Ja? Die werden unkonzentriert oder sie sagen selber, es wird mir gerade zu viel, ich schaffe das nicht mehr. Oder werden unruhig oder werden ganz müde. Also das sind so Sachen, wenn das innere System signalisiert, es wird zu viel. Ansonsten kann man sich wirklich darauf verlassen, dass jeder Mensch auch so einen inneren Heilungspiloten in sich hat. Ja, jeder Mensch hat ja auch sozusagen, da ist ja auch so eine Instanz in jedem Menschen, die Interesse daran hat, gesund zu werden oder heilsame Prozesse zu durchlaufen. Und dieses Kontrollabgeben ist so ein bisschen, dass man sich auf diese meist unbewusste oder vorbewusste Ebene einschwingt und mehr mit dieser Ebene kommuniziert als sozusagen mit dem Verstand. Schön so gesagt. Ne? Mhm. Okay, und Sie sind in Berlin und Sie bieten das einfach auch an und Sie schaffen auch diesen Raum, wo der Mensch einfach auch vertrauen kann. Ne? Ja. Ja, also das ist meine Erfahrung. Ich habe auch, als ich gelernt habe, war ich auch, ich habe sozusagen an viele verschiedene Türen geklopft. Ich habe mir verschiedene Aufsteller angesehen und mein Eindruck ist, jeder hat seine eigene Arbeitsweise, das, was er gut anbietet und die inneren Räume, die jemand in der eigenen Entwicklung für sich beschritten hat, ja, die ist er auch in der Lage, den Menschen zu öffnen, die zu ihm kommen. Ja, also er kann sozusagen die Menschen, die zu ihm kommen, auf die Reise mitnehmen durch ähnliche innere Räume, wie er für sich erschlossen hat. Ja, das würde ich vielleicht mal so sagen, wenn man das so beschreiben kann. Schön. Vielleicht letzte Frage, was ist, weil das bieten viele an, was ist Ihre Spezialität? Vielleicht diese Rundreise durch verschiedenste Methoden und die Kombination mit den Verständnisrahmen, die das geistige Heilen ermöglicht. Das heißt, wir können sehr viele Symptome auflösen, auch wenn es im hiesigen Leben sich da keinen Grund finden lässt. Also ich hatte mal eine Aufstellerin, die hat gesagt, sie hat immer das Gefühl, sie wird gewürgt, ja? Und wir haben in diesem Leben und auch in der Familie nichts gefunden und wir haben dann einfach mal das offen gelassen, wir haben eine Zeitlinie gemacht, wir haben gesagt, wir schauen mal, wo wir Antworten für das Problem bekommen und wenn sie das Gefühl hat, da ist was, soll sie da stehen bleiben und wir sind bei Erinnerungen gelandet, die vermutlich aus einem früheren Leben standen und haben dann analog dazu mitgearbeitet. Mhm. Ja, also das bietet wirklich, ist ein sehr wertvolles Werkzeug, wenn man das hat, dass man Möglichkeiten hat, auch mit diesen anderen Ebenen zu arbeiten, die frühere Leben betreffen. Dann, was ich auch oft mache, dass ich je nachdem, wo sich jemand befindet, auch verschiedene körpertherapeutische Methoden mit einflechte, Atemtechniken, Bewegungsübungen und auch so einen Verständnisrahmen biete, dass diejenigen das mitvollziehen können, was passiert. Und ich habe mich sehr viel mit Traumatherapie beschäftigt. Ich achte sehr darauf, dass ich einen Rahmen anbiete, wo meine Aufstellenden sicher sind. Ja, also wo auch wirklich nur so viel passiert, wie Menschen, die vielleicht auch in einem schwierigeren Gleichgewicht momentan sind, verarbeiten können und zulassen können. Schön, schön. Okay, danke. Wir möchten in, ich glaube, das ist jetzt Anfang September, eine Konferenz machen, werden wir in einem Schloss in Mühlberg über Familiensystemen, wo man einfach auch Ähnliches und Ergänzendes einfach untereinander sich austauschen kann. Mhm. Das heißt, es ist auch mein Prinzip, je mehr Werkzeug man hat, desto effektiver kann man einfach auch die Vielfalt einfach auch bedienen der Menschen. Ne? Ja, natürlich. Das ist eine sehr schöne Idee. Ja, und da lade ich eben ein, dann schicke ich vielleicht eine E-Mail. Ne? Ja, das nehme ich sehr gerne an. Okay, gut.
Dann dann Dankeschön und weiteres eben per E-Mail oder können wir uns einfach auch nochmal anrufen, wenn Sie noch Impulse haben. Sie können einfach auch gerne öfter auch auf Sendung gehen, weil dieses interaktives voneinander lernen, das ist mein Part, ne? Meine, ja. Meine Lust. Okay, dann vielen Dank, dass Sie sich einfach ohne einfach ganz schnell Ja gesagt haben. Das freut mich sehr. Die meisten, muss ich zuerst gucken oder? Mhm. Und so dieses spontane heißt, dass Sie einfach auch fühlen, wer einfach auch spricht und wer einfach auch gerade eine Frage stellt. Ne, das hat mich sehr gefreut. Danke. Ja, gut. Okay. Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr über diese Möglichkeit gefreut. Okay, danke. Tschüss. Auf Wiederhören. Wiederhören. Okay, gibt es im Ton irgendetwas, was nicht stimmt, oder? Dario? Okay, falls ich kann die Qualität einfach auch runtersetzen, sagt einfach auch Bescheid. Erstmal möchte ich, bevor die Amelie kommt, Ami, möchte ich etwas lesen von gestern, was Ami geschrieben hat. Also wenn mit Ton oder irgendetwas nicht stimmt oder so, sagt einfach auch Bescheid. Ich bin heute allein. Und also, liebe Sabine, lieber Jeet, ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für die Sendung der Langsamkeit bedanken. Als ich mit den Hunden auf dem Feld und danach im Bad war, sind mit zahlreichen Pluspunkten und Bedeutungen der Langsamkeit aufgefallen. Ich habe mich selbst sehr langsam bewegt und auch noch einmal im Dunkeln langsam getanzt. Dabei sind mir zahlreiche Erkenntnisse in den Kopf geschossen, die ich nun gerne mit euch teilen möchte. Ich hoffe, dass ich alles zusammenbekomme. So, für die, die gestern die Sendung nicht gesehen haben, wir haben dann irgendwann über die Langsamkeit gesprochen, weil es zu heiß war. Langsamkeit bedeutet Qualität. Wenn ich etwas langsam erschaffe, so hat es eine wesentlich höhere Qualität als etwas schnell dahingemachtes. Langsamkeit bedeutet Effektivität. Wenn ich beschließe, etwas langsam anzugehen und dieses vielleicht in der gleichen Zeit schaffen muss, wie wenn ich es schnell erledigen würde, so werde ich mehr Zeit der Vorbereitung und Planung widmen, da ich weniger machen möchte und gelangt dennoch ans gleiche Ziel. Diese Texte, da habe ich eine Seite für Chat, kann ich gerne da einfach auch einfügen, damit sich das jeder einfach auch nochmal einfach auch lesen kann. Langsamkeit bedeutet Entdeckung. Wenn ich etwas langsam betrachte, mir dafür Zeit nehme, habe ich eine größere Chance, etwas zu entdecken, als wenn ich es schnell mache. Als Beispiel nehmen wir die Fortbewegung und die Betrachtung eines Baumes. Wenn ich mich an diesem Baum schnell in einem Auto, in Zug oder auch schnell mit dem Rad vorbei bewege, erscheint dies als eine Fläche ohne Konturen. Je langsamer ich werde, desto mehr Struktur ist zu erkennen. Laufe ich ganz langsam daran vorbei, so werde ich aufmerksam für das, was ist, und ich habe die Möglichkeit, es mir näher zu betrachten. So hatte ich die Möglichkeit, während meines Frankreichsurlaubs eine Fülle von Tieren und kleinen Freunden wie Erdbeeren am Straßenrand zu entdecken, weil ich zu Fuß unterwegs war. Die Abschnitte, die ich mit dem Zug oder ein Auto fuhr, waren zeitlich geschenkt, inhaltlich jedoch nahezu verloren. Hier ist zu warm. Ich habe lediglich interessante Gespräche gewonnen. Daraus resultiert auch die nächste zwei Bedeutungen.
Langsamkeit bedeutet Mehrdimensionalität. Ich lese die Titel. Langsamkeit bedeutet Genauigkeit, Geduld, Vertrauen. Langsamkeit bedeutet Führung. Es wäre schöner gewesen, das von Ihrer Stimme einfach auch zu hören. Langsamkeit bedeutet Genuss, Überwindung, Entspannung, Gesundheit. Bestimmt gibt es noch sehr viele mehr Bedeutungen, die mir jetzt nicht mehr oder noch gar nicht eingefallen sind. Als Kind wusste ich noch, was Langsamkeit bedeutet, womit ich einige zu Weißglut gebracht habe. Besonders auch meine Eltern. Jedoch kam die Buchempfehlung für die Entdeckung der Langsamkeit wie gerufen und ich lernte in dem Buch, dass Langsamkeit durchaus seine großen Vorteile hat. Bis heute hatte ich das alles fast vergessen. Aber eben nur fast. Ein Hoch auf die Langsamkeit mit ihren vielfältigen Vorzügen. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und Liebe. Amen. So, lesen kann ich nicht so gut, aber naja. Also ich sage euch, ich laufe durch die Stadt manchmal extrem langsam und es ist wunderbar. So, wer hat... Oh, da bin ich voll in der Materie, Heike. Bin sehr langsam unterwegs. Vor allem Treppensteigen sind so ewig lang. Schelka, hallo Schelka. Langsamkeit ist für mich Meditation. Genau. Und darum ist für mich langsames Sprechen und auch Pausen zwischen den Worten himmlisch. Genau, Schelka, das weiß ich noch. Wie kommst du darauf, die Idee nicht gut vorzulesen? Ist doch alles wunderbar. Dankeschön, Verena. Wie gesagt, ich setze den ganzen Text. Da steht Matrix Familiencode bei Seminare und dann steht ein Unterordner Chat. Ne? Ich habe jetzt alles schnell gelesen, aber naja. Ich zeige euch, wo ihr einfach die alles einfach auch finden könnt. Also ihr geht wie immer in GTV. Dann Seminare, Messekonferenzen, dann hier bei Seminare, dann hier den Matrix-Familiencode. Wenn man darauf klickt, dann gibt es hier unten Videos, die woanders gespeichert sind. Hier kommen immer meistens die letzten Videos. Und den Chat von Matrix Familiencode. Und hier sind all unsere Schätze gespeichert. Okay, wir haben heute Susanne, sorry, ich habe das Foto jetzt gesehen. Okay, ganz kurz zeige ich euch das Foto des Susanne, der Frau Luderitz, mit dem ich einfach auch jetzt gerade gesprochen habe. Es gefällt mir sehr, andere Stimmen einfach auch zu hören. Okay. So, und jetzt Melanie. Melanie, bist du da? Immer Unterbrechungen. Oh. Okay. Sind bei mehr Leute Unterbrechungen? Weil ich sende, viele sagen ja Qualität, jetzt sende ich mit 1000 Kilobit und
damit die Qualität gut ist. Ich hoffe, das Internet, die Geschwindigkeit sich sehr schnell entwickelt, damit wir diese wunderbare Kommunikationsformen okay, Melanie, ja, und aufgeregt. Unterbrechungen, au. Ja, ich könnte jetzt stoppen und eine niedrigere Qualität machen. Soll ich? Oh. Okay, dann stoppe ich und setze eine niedrige Qualität. Okay. Moment. Also gleich, ich bin gleich wieder da.